Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Im zweiten großen Tempel befinden wir uns jetzt. Wir befinden uns im Tempel des Erdlandes und die Action kann beginnen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie der Dungeon von Grund auf aufgebaut war. Ob es schwer werden wird, das werden wir auf jeden Fall jetzt gleich herausfinden. So, die ersten Rätsel haben wir hier wahrscheinlich auch gleich vor uns. Die ersten Gegner auf jeden Fall und da hinten haben wir doch einen von diesen beiden Typen, die sich den Dungeon erkunden wollten. Die glorreiche Idee hatten sie ja auch. Sie sind drauf gekommen, dass sie einfach sich reingraben können. Sie brauchen eine Schüssel natürlich nicht. Nicht so wie wir. Wir haben stundenlang gesucht. Verflucht, alles voller Ungeheuer. Und ich wurde von meinem Kumpel getrennt. Wir hätten nicht herkommen sollen. Ich kenne dich doch. Hat dich die Suche nach deiner Freundin hierher gebracht? Da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand mit blonden Haaren und komischen Klamotten weggebracht wurde. Aber es ist sinnlos, ihr Hilfe zu kommen, da es alles voll Ungeheuer sind. Halt dich da lieber raus, es ist viel zu gefährlich. Das scheint dann wohl... Ja, Zelda muss hier in der Nähe sein. Es muss sich um Zelda handeln. Blonde Haare... Es schaut ganz danach aus, ich will hier trotzdem jetzt erst einmal... rumgraben. Ah, wir haben eine Herzquelle. Sehr gut. Voll Herzen, voll Energie. Wir werden es bestimmt brauchen. Allein wenn wir wieder angegriffen werden von irgendwelchen Gegnern. Gut, haben wir das auch erstmal geklärt. So. Contenance. Wir müssen warten. Genau, der Pegel steigt an. Wir können hier rüber. So gönne ich mir das. Da hinten ist noch eine Kiste. Hole ich mir vielleicht später. Da ist wahrscheinlich nichts aus der Rubine drin. Glaube ich zumindest. Wir werden mal gucken. Eventuell holen wir sie später noch. So, erstmal durchtrennen wir hier die Schnüre. Wir wollen bewirken, dass sich das Tor absenkt. Wir wollen weiterkommen schließlich. Das ist unsere Hauptaufgabe, denn Zelda muss ganz in der Nähe sein. Und ich glaube, da oben haben wir doch noch eine Schnur und die werden wir schnurstracks durchtrennen. Ja, da seht ihr es mal. Ups, nein, was mache ich da? Wie dumm war das denn jetzt? Eieiei, so kann man auch mal rumfailen. Einfach mal daneben fliegen. Aber der Käfer schon ein sehr cooles Item, wie ich finde. Okay, jetzt hat sich das drei Schnur durchtrennt und damit das Rätsel gelöst. Wir können weiter, aber da vorne seht ihr es auch. Ein Gegner. Gebieter, ich habe einen neuen Typus von Gegner in der Nähe entdeckt. Er scheint äußerst überlegene körperliche Fähigkeiten zu besitzen. Ich schlage vor, ihn durch Drücken von Z anzuvisieren und mit Hilfe von Dingens zu rufen, damit ich dir weitere Informationen geben kann, ja. Kann sie eh nichts zu sagen, weil wir ihn nicht besiegt haben bisher. Jetzt vielleicht? Nein! Ich hätte beinahe den Todesschuss anwenden können, aber nur beinahe. Wie ärgerlich. Das wäre ein schneller Sieg gewesen. Ein sehr schneller Sieg. Der kann auch Feuer speien, der Idiot. Scheiße. Direkt mal getroffen. Und schon wieder. So wird schon mal nichts hier. Ja, hau ab. Ich treffe ihn auch andauernd nicht. Das kann doch nicht wahr sein. So verlieren wir auf jeden Fall. Eindeutig. So vielleicht. Auf Distanz gehen und dann versuchen, immer wieder anzugreifen. Was hat er? Hat er Angst? Kann ich mir kaum vorstellen, so dumm wie ich mich hier anstelle. Jetzt haben wir ihn doch besiegt. Mehr schlecht als recht. Also wenn er sich zusammenkauert, müssen wir genau darauf achten, in welche Richtung wir schlagen können. Denn er kann sich nur in eine Richtung decken. Links oder rechts? Ja, muss ich noch ein bisschen üben. Aber auch ich lerne nicht aus. Ein Herzchen haben wir hier. So, hier können wir erstmal nicht weiter, weil die Lava, die ist sehr heiß und die will ich ungern... Oh, scheiße. Die will ich ungern so durchqueren, weil wir einen ganz heißen Hintern bekommen würden. Klingt komisch, ist aber so. Okay, wir haben Munition für die Schleuder bekommen.
Wir können vielleicht mal die Bomben aktivieren, warum auch immer. Vielleicht bringt sie irgendwas. Na, was passiert? Na, was ist das denn? Eine Kugel löst sich aus diesem Monument. Und wir können jetzt tatsächlich die Lava durchqueren. Mit dieser formschönen Kugel. Das ist doch mal episch, oder? Aufpassen natürlich auf das Vieh. Das Fledermausvieh. Aber eine sehr coole Idee auch vor allen Dingen. Verflucht, sie ist nicht da. Ich habe sie bestimmt vorhin verloren. Oh, du kommst genau richtig. Ich bin Sferi. Gut, dass ich dich hier treffe. Könntest du mir einen Gefallen tun und nach meiner Bombentasche suchen? Ich war auf der anderen Seite dieser Felsen, als plötzlich diese Monster auftauchten. Da bin ich abgehauen und musste sie dabei verloren haben. In der Tasche kann man Donnerblumen mitnehmen und jederzeit einsetzen. Ohne diese Tasche bin ich komplett aufgeschmissen. Bestimmt haben die Monster sie. Bring sie mir bitte wieder. Alles klar. Das heißt dann wohl, die Bombentasche muss das Dungeon-Item sein. Alles andere würde mich doch sehr wundern. Also werden wir auch hier früher oder später die Bomben tragen können. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Kann nicht wahr sein, dass ich mich andauernd hier so dumm anstelle. Das passt doch eigentlich nicht. Normalerweise besiegen wir die mit links. Dachte ich immer. Okay, was tun wir hier jetzt mal? Leiter hoch? Ob das was bringen wird? Ob wir irgendwas finden werden? Ein paar Rubine. Noch mehr Rubine. Und natürlich ein Bernstein-Halbmond. Okay. Aber ich habe eine andere Idee, was wir hier tun sollten. Wir haben ja hier unten ein paar Bomben. Bombige Sache. Wo haben wir das Loch? Da. So. Wir rollen einfach mal ein bisschen. Und versuchen, die Felsen zu sprengen. Und genau das funktioniert auch. Es funktioniert und normalerweise müssten dann ja in der Richtung auch die Bombentasche sein. Aber mal gucken, ob wir da so schnell fündig werden. Ach, ey, Mini. Zwei von diesen Eidechsen und das scheint dann schon der Zwischenboss zu sein. Ja, ihr seht richtig. Das dauert hier gar nicht lange. Und das könnte episch werden. Je nachdem, wie ich mich hier anstellen werde. Scheiße, direkt mal. Speien die Idioten Feuer. Zwei von den Dingern, das ist echt nicht gut. Scheiße. Oh, das war ein gemeiner Treffer. Ich muss möglichst schnell einen ausschalten, das ist ganz wichtig. Und wir haben es auch geschafft. Erhalten einen Eidechsenschwanz mit stacheliger Kugel. Ein weiteres Item ist mir gerade egal, ich will die Dinger besiegen, die Viecher. Herzchen her. Einen einzigen sollten wir auf jeden Fall irgendwie meistern. Scheiße, das war schlecht. Aber wir konnten ausweichen immerhin. Ja. Du kriegst uns nicht so leicht, du Idiot. Ich hab euch durchschaut. Euch fiesen Hunde. So. Doch noch einigermaßen gut geschafft. Voller Herzen wieder. Und da erscheint dann wohl eine Kiste. Und den Inhalt will ich doch sehr gerne aufnehmen. Tja, was wird es jetzt wohl sein? Wir bekommen die Bombentasche. Du kannst darin Donnerblumen mit dir rumtragen. Aber natürlich sollen wir das natürlich wieder dem Ferry geben. Ob wir uns die ausleihen können, das werden wir dann wohl erstmal sehen. Aber wir sind doch so freundlich, wir sind ein Held. Da wird der Ferry doch hoffentlich Nachsicht haben, oder? Mal mit ihm reden, mal gucken, was er sagt. Eine Bombentasche! Vielen, vielen Dank, dann gib sie mal her! Moment, ich soll sie dir leihen, damit du tiefer in den Vulkan gehen kannst? Immerhin hast du dich auf der Suche nach deiner Freundin bis hierhin gewagt. Da fällt mir ein. Hast du meinen Kumpel gesehen? Ja, er macht sich Sorgen um dich. Er hat sich also Sorgen um mich gemacht. Das tut mir leid. Du machst dir bestimmt auch Sorgen um deine Freundin, was? Also gut, hier hast du sie. Viel Spaß damit. Und jetzt haben wir sie wirklich erhalten. Die Bombentasche. Sehr cool.
und damit können wir überall Hindernisse beseitigen, sind also nicht mehr auf die Stellen angewiesen. Sehr gut. Halt, warte, ich habe noch was vergessen. Die Tasche ist leer, also nimm das hier. Wir erhalten 5 Bomben. Wirf oder rolle sie, um Objekte in die Luft zu sprengen, dann nimm Bomben, die du unterwegs findest, und nimm sie auf. Wenn du keine Bomben mehr hast, kannst du die Tasche auch mit Donnerblumen füllen. Hebe dazu eine Donnerblume auf und drücke dann B, um sie einzustecken. In die Tasche passen bis zu 10 Stück. Klingt erstmal nicht viel und ist auch in der Tat nicht die Welt, aber wir werden später auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, meine ich zumindest, das abzugraden. Insofern also alles gut. Und wir können die echt so einstecken. Aufnehmen, einstecken und das war's. Man würde meinen, die explodieren, aber nein. Die Frage ist auch, wo steckt sich Link die hin? Die sind so überdimensional größer als der Kopf von Link, aber er steckt die immer irgendwo hin. Sehr skurril, aber man muss ja nicht alles verstehen. Es muss ja auch Geheimnisse geben. In der Welt von Hyrule. Scheiße, der trifft uns auch noch, der Idiot. Dafür muss er sterben, einfach mal überrollen. Herzchen her, Herzchen will ich haben, Herzchen, Herzchen. Herzchen, Herzchen. Scheiße, egal. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, denn wir können hier theoretischerweise runterfallen. Ich hoffe es natürlich nicht. Es sieht doch echt derbst lustig aus, oder? Es sieht fast schon ein bisschen albern aus, wie der da rumhantelt. Aber nun gut. Scheiße. Verpisst euch. Sorry für den Ausdruck. Glibber erhalten. Nicht sehr hübsch, aber für eine Vielzahl von Dingen verwendbar. Ah, wir haben jetzt einen Glibber. Das ist nicht gut. Normalerweise müssten wir schon viel mehr davon haben. Aber gut. Hier können wir wohl nicht weiter. Ach scheiße, lass mich in Ruhe. Sogar ein Herzchen frisst er uns auf. Wie dumm. So, hier könnten wir safen, brauche ich gerade aber jetzt nicht. So. Ah, okay. Hier müssen wir eine Bombe werfen. Scheiße. Gleich mal eine Bombe verschwendet wegen der doofen Fledermaus. Zum Mäusemelken. Wir werfen die Bombe und die bleibt hoffentlich liegen. Ja, sie bleibt liegen. Immerhin das. Und schwupps können wir weiter. Oh nö. Das muss doch jetzt nicht sein, oder? Ich kann die Viecher nicht ab. Aber wenn man sie durchschaut, dann läuft es doch einigermaßen gut. Das ist eben das Gute an der Steuerung. Kann mal Nachteile haben, aber sie ist einfach punktgenau. Sie ist punktgenau und dann macht es auch Spaß. Manchmal. Außer wenn es einfach nicht läuft. Dann kann sie richtig, richtig nervig werden. Aber ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt. Wie es eben laufen kann. So, 2 Rubine. Dafür haben wir hier 10 Sekunden geopfert. Nicht gerade sehr schön, aber hat man mal. Und hier nur eine Rubine. Hat sich mal gar nicht gelohnt. So, was haben wir hier in diesem Räumchen alles vorzufinden, außer eine Vielzahl doofer Gegner. Sieht von dannen. Und lass mich einfach mal in Frieden. Okay, können wir hier hinauf? Wir können. Wir haben eine Kiste. Einfach mal aufmachen. Wir finden die Dungeon-Karte. Sie zeigt dir eine Übersicht der Umgebung und welche Räume du noch aufsuchen musst. Sehr cool. Dann schauen wir mal. Boah. Ja. Ist noch einiges zu durchforsten, aber grundsätzlich sind wir doch gar nicht mal so unweit. Haben schon einen großen Teil des Dungeons erkundet. Die Gegner lasse ich mal alle außen vor, die sind mir ziemlich egal. Viel mehr im Raum haben wir hier, glaube ich, auch nicht. Haben noch ein paar Schatzkisten. Hier im Hauptraum. Ah, ist das verkehrt, was ich hier mache? Die Karte wollte ich hier mal. Da haben wir eine Kiste. Okay. Wir sollten hier, glaube ich, mal ein bisschen uns umsehen auf unserer kleinen Kugel. Da mal einfach gucken, was wir hier noch so haben und wo die Kisten sind. Auf einer. Eine müsste hier irgendwo sein.
Scheiß Vieh, hau ab. Hm. Ist hier irgendwo ein Riss in der Wand oder sowas? Ich kann es nicht sehen gerade. Ich bin mir auch nicht sicher, wie gesagt. Wo hier die Schatzkisten sind. Hier finden wir erstmal eine blaue Vogelfeder. Diese kostbare Feder kann man nur bei extrem seltenen blauen Vögeln finden. Sehr cool. Es wird hier alles angezeigt, was man findet. Immer wieder Scheiße aufpassen. Bloß weg, ich will hier nicht schon wieder getroffen werden. Wo ist mein Schild eigentlich? Habe ich den wieder weg? Habe ich den weggemacht? Kein Riss in der Wand, kein gar nichts. Sag dich eigentlich schon, wie albern das aussieht? Wie Link hier rumstrolcht. Ah, da oben! Da oben, Freunde. Das sieht doch aus, als könnten wir da rumbomben und eine Schatztruhe freilegen. Haha, da haben wir es doch. Die Schatztruhe. Hoffentlich lohnt sich das auch. Wir finden hier einen goldenen Schmuckschild. Da haben wir auch schon ein oder zwei von, ich bin mir gar nicht sicher. Wir haben schon einen gesammelt, oder? Genau, einen haben wir. Erst den zweiten, sehr cool. Und das wird auch später zum Upgraden unserer Items sehr wichtig sein. Oh, aufpassen. Das war natürlich scheiße. So habt ihr auch mal gesehen, wie es ist, wenn man sich mal den heißen Arsch abholt, ja. Immer ganz nice. Und so kann man sich auch mal wieder die Herzen verspielen. So, jetzt will ich mal ein paar Bomben wieder einsammeln. Bombiges Vergnügen. So, und vielleicht können wir jetzt ja auch schon mal wieder weiter mit der Erkundung fortsetzen. Also da vorne kommen wir immer noch nicht weiter. Wo die Treppen hochführen. Hm. Hier gibt es auf jeden Fall eine Wand, die wir wegspringen müssen. Ganz wichtig. So, stirb du Vieh. Sorry, aber da seht ihr das auch. Das ist doch eine Wand zum Wegspringen. Ich bin doch nicht doof. Und wir haben genau den Geheimgang freigeschaltet, den ich freischalten musste. Freilegen musste. Denn hier müssen wir weiterkommen. Bisher kommen wir hier erstaunlich gut voran. Haben wir echt keinerlei Schwierigkeiten. Bis hierhin, wie gesagt. Kann noch anders werden. So. Du kannst mal weg. Da ist doch wieder ein Riss. Schon wieder, Freunde, das ist ja nicht zu glauben. Okay, wir werfen mal zu. Also das zu sehen ist echt nicht einfach. Beim ersten Mal, oh scheiße. Beim ersten Mal war es auch sehr schwierig. Da musste ich auch suchen. Aber sonst ist der Dungeon, glaube ich, nicht ganz so schwierig. Wenn man weiß wie. So, was wir hier auch nochmal tun können, ist unseren Käfer abfliegen lassen. Denn, da seht ihr es, wir haben hier ein Tor. Das ist versperrt. Das müssen wir irgendwie aufbekommen. Nur bin ich gerade gar nicht sicher, wie. Irgendwo hier. Ah, egal, wir machen es anders. Wir machen es anders. Wir wollen erstmal die Abkürzung nehmen. Dann gucken wir da vor Ort, wo die Schnüre sind, die wir durchtrennen müssen. Irgendwo sind die auf jeden Fall. So, du Vieh. Hast du wieder Angst? Willst du wieder abhauen? Ich lass dich aber nicht. Aber der haut echt ab. Nicht schlecht. Der ist sehr fix, der Gute. So, und dich will ich hier nicht mehr haben. Du nervst uns sowieso. Boah. Hallo, ich will hier nicht mehr verbrennen. Vielen Dank. Gut, jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen umgucken. Da oben haben wir es doch. Bin ich blind? Da oben haben wir die Schnüre. So. Durchtrennt, aber da fehlt noch eine. Ganz augenscheinlich. Da oben ist auch ein Save Point. Also, ich
Ich bin erstaunt, denn ich glaube, so viel haben wir hier gar nicht mehr zum Erforschen. Es läuft hier sehr gut. Und hier auf der anderen Seite haben wir die andere Schnüre. Sehr cool. Und das dürfte schon reichen. Tada! Und da geht's auch gleich weiter. Gut. Haben wir hier so durch? Ja, kommen wir. Das wäre doof, wenn nicht. Das wäre jetzt sehr doof. Und dann geht es weiter und weiter und weiter im Nu. Schubidubdubdubdubdubdu. Oh, aufpassen, das war gerade fast ein bisschen zu schnell. Da hätten wir zum zweiten Mal einen heißen Hintern bekommen. Ach, scheiße. Nicht anvisieren, das ist immer nicht gut. Weil sich dann immer verteidigen, die Idioten. Oh, was ist das denn? Zum zweiten Mal, dass so ein Gegner einen goldenen Schädel fallen lässt, das ist, glaube ich, eher eine Seltenheit. So, ich will auch hier nicht safen. Wenn ich sterbe, will ich ganz sterben und nicht hier gespeichert haben. Habe ich mir so vorgenommen zumindest. So, mehr können wir hier nicht außer safen. Ja, hat sich auch gelohnt. Dann geht's halt so weiter. Herzchen, Herzchen, Herzchen. Ach, scheiße. Herzchen her. Ich krieg's nicht, egal. Müssen wieder aufpassen, dass wir hier durchwaschen, bevor er wieder speit. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht in den Abgrund fallen. Ein Glück ist die Steuerung relativ genau dank des Joysticks, aber es ist immer noch gefährlich genug. Und, ach, ich kann's nur wieder wiederholen. Wie albern das aussieht einfach nur. Wie er sich hier umherrollt. So, ich glaube, wir müssen wieder auf dem Weg, genau. Wir sind wieder auf dem Weg in den Hauptraum. So, du willst abhauen, nicht wahr? Willst du das? Schaffst du aber nicht. So, und wir müssen hier gegenrollen. Und da. Wir können theoretisch weiter in den nächsten Raum, aber das Ding ist hier zu hoch. Und auch hier habe ich beim ersten Durchspielen total vergeigt und wusste nicht, was ich tun soll. Hm, habe ich mir gedacht. Irgendwie doof, ich komme nicht weiter. Einfach mal hier durchrollen, ein bisschen gucken, denn hier haben wir einen weiteren zweiten Schalter. Habe ich mir auch noch gemerkt. So, gegenrollen und dann, da, können wir weiter. Und zwar endgültig weiter. Gut. Haben wir das auch. Renn los, Link, um dein Leben. Wir kommen in der Zelda immer weiter. Immer näher, besser gesagt. So. Auch ein paar Deko-Kerne. Herzchen wäre besser gewesen. Herzchen wäre schon nice gewesen. So. Ach. An den Raum kann ich mich noch dunkel erinnern. Hochrennen. Was passiert? Natürlich. Ein paar Fallen werden aktiviert. Wie gemein. Und diese Nischen hier sind ganz wichtig. Damit wir uns wieder beruhigen können und Kraft auftanken können. Denn wir wissen ja, er ist nicht sehr ausdauernd, der Link. Ah, fast in die Lava. Gesprintet, das wäre es jetzt echt gewesen. So. Ah, genau, da oben können wir nicht rein. Das ist versperrt. Und das sind auch wieder Fallen, die aktiviert werden. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg finden. In die Nische. Was wir jetzt hier machen müssen, weiß ich nicht mehr genau. Bin ich überfragt, ehrlich gesagt. Das reimt sich auch ein bisschen. Herzchen! Boah, haben wir hier Herzchen. Ah, sehr nice. Fast wieder voll aufgepowert. Das gönne ich mir so. Wow. Ah, genau. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Idee. Ja, wir kommen hier auf ein Podest. Und von hier aus sollten wir dann tunlichst irgendwie eine Bombe so werfen, dass wir möglichst den Felsen sprengen. Das klappt, mal gucken. So, die dunkle Fläche als Markierung genommen. Wir gucken, 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 gucken. Und das war nix. Ja, hat sich auch gelohnt. Dann eben auf ein neues. So, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Schon wieder nicht. Wie kacke ist das denn?
So, dann eben nochmal. Jetzt aber. Ja, jetzt klappt's. Aller guten Dinge sind doch drei. Die Nische ist freigelegt. Und wir haben akuten Bombenmangel. Aber ich glaube, da unten haben wir bestimmt wieder welche, oder? Ja, haben wir. Und rein damit. So, her damit jetzt. Einfach nur aufheben mit A. Das muss doch auch für Link machbar sein. Gut, voll aufgefüllt. Und dann sollten wir den nächsten Fallen doch hoffentlich meistern. Hopps, Beeilung. Wer aktiviert die eigentlich? Das ist doch mal eine gute Frage eigentlich, oder? So, jetzt renn um dein Leben, Freundchen. Wow, ein feuerspeiender Drache. Drachenstatue. Und da ist dann wohl der Raum des Endbosses. Da haben wir ihn, aber da kommen wir so auf keinen Fall durch. Mal auf die Karte gucken. Ja, ein Räumchen haben wir noch, eine Kiste. Und da sollte hoffentlich der Master Key sein. Den brauchen wir auch. Aber ob wir den so leicht kriegen werden, ich weiß es nicht genau. Die Musik ist auch verstummt. Aber die goldene Kiste, die scheint doch mal sehr leicht erreichbar zu sein. Wir finden tatsächlich den Drachenschlüssel. Dieser jetzt sich verschlungene Drache wurde aus strahlendem Gold gefertigt. Also sehr wertvoll wahrscheinlich. Aber so einfach das Ganze? Oh mein Gott. Alter, renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Eine Falle. Boah. Glück gehabt. Da muss ich noch kurz vor Ende die Kamera ausrichten, denn sonst wäre ich blindlings gelaufen. Aber das Gute ist, der Drache speit kein Feuer mehr, das Maul wurde gestopft und wir können den Raum des Endbosses betreten. Also wir haben den Dungeon doch sehr fix geschafft. Es war recht einfach. Und ob der Boss auch einfach wird, das werden wir sehen. Seid gespannt. Beim nächsten Mal geht's weiter. Hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword im Tempel des Erdlandes. Bleibt gespannt, bis zum nächsten Mal, bis dahin, macht es gut.